Hallöchen, meine Lieben, und herzlich willkommen zurück zu Ghost Recon Wildlands mit den vier Chaoten. Mit dabei und einer ist Wanda. Hallo. Und Enno. Hallo. Und Reaper. Hier geschehen Dinge. Die Zuschauer sehen keinen Unterschied. Was ist mit dem Heli passiert? Der ist, wurde, hat den Heli zu einem Backflip geführt. Ja, die Physik ist heute... Na, zum Glück haben wir ja hier noch ein paar. Also einer von den beiden Fahrzeugfahrern hat die falsche Straßenseite. Ich finde diesen Fokus gut. Die fahren einfach mal. Fuck this shit, I'm out. Hallo Mann, rein ins Auto. Ich fahre. Sag mal, stellt sich denn immer Hitradio FFH ein? Was? Einfach weiter in der Straße folgen. Achso. Ich dachte, wir fahren jetzt zu einem Helikopter. Nee, wir sind schon fast da. Das wird echt interessant, das ist das Kommunikationszentrum von Santa Blanca. Und wir hoffen, Nachrichtenaufzeichnung zu finden, mit denen wir den leitenden Ausbilder finden können. Wir haben ja schon das Ausbildungszentrum ausgeschaltet, da ist das doch ein Klacks für uns. Links. Links. Ja, aber wir müssen hier hacken. Also wird spannend. Flori, das ist deine Aufgabe. Ja. Oh, Vorsicht, hier steht ein Geschütz. Aber der ist leer. Ja, vor uns ist auch schon das, also... Warte, stopp, wir halten an. Wir könnten auch tatsächlich... das Auto nehmen und einfach unbemerkt reinfahren. Naja, irgendwann fällst du dann doch auf. Aber es ist kein Santa Blanca Auto, oder? Das ja, vielleicht hätte ich jetzt vermutet. Ich sehe eine montierte Waffe. Ich weiß es auch nicht genau. Die Waffe, hier das Fahrzeug mit der Waffe schon. Ja. Da ist noch ein Tango. Oh. Okay, beide. Reaper. Posten sind bewaffnet. Ich glaube, Weeper hatte seinen Morgenkaffee noch nicht. Ja. Alter, wieso treffe ich den nicht? Ich wechsle meine Position. Die haben Meldung getätigt. Ganz auf der anderen Seite des Lagers könnt ihr gut rein. Da ist kein Tor. Ah ja, da laufe ich eh gerade hin. Zum Positionswechsel. Ich mache hier vorne einfach Stress, dass sie zu mir kommen, dann können die immer eigentlich da rein. Beziehungsweise hier ist sogar nicht nur kein ein Tor, sondern auch direkt ein Loch in der Mauer. Enno, ich warte bei dem. Ja. Wir nähern uns dem Ziel. Wir müssen rein und großer Turm. Großer Funkturm. Seid ihr da hinten bei der 1? Nee, ich bin beim hier großen Funkturm. Beim großen Funkturm. Ja. Achso. Okay. Ich bin gerade auf dem Weg. Ich hatte noch nicht damit gerechnet, dass ihr so schnell da seid. Wir sind halt eben gute Soldaten. Mehr oder weniger. Einer von uns ist Soldat, der andere nicht. Ja, du hast eine Grundausbildung. Kannst du zumindest mit Powerwaffen umgehen. So. Oh, vier kommt in unsere Richtung, ist sie allein? Zum Glück haben wir die Tarnung. Ja. Okay. Robin. Puh. Was denn nu? Da ist noch einer auf dem Gebäude. Siehst du das auch, ne? Ja, die 1, genau, die 1. Die sind alle nervös. Ja, das kann sein, die 1 kann die 4 gesehen. Kann ich die 1 erledigen? Moment, wann war ich? Brauche die auf der anderen Seite nochmal. Bei der 4 ist Reaper down gegangen. Oh, scheiße. Bei der 4. Ich versuch's. Ja. Oh. Ich hoffe, dass ich dahin kann. In unsere Richtung. Freies Schießen erlaubt. Ja, freies Schießen. Aber versuch dich mal mit Wanwa zurückzuziehen. Ja. Er braucht wahrscheinlich. Ja, ist alles hat sicher. Ist. Ich habe ihn wiederbelebt. Achso, okay. Danke. Ich wollte meine Position verändern. Kommt der um die Ecke gelaufen, damit ich euch besser schützen kann. Was ist? Man wird erschossen. Er ist tot. Okay, Feuer frei, verteidigt euch. Aber ich glaube, unsere Position ist immer noch nicht bekannt, Enno, oder? Achtung. 2 ist am Mörser. Den könnt ihr ausschalten. Seid ihr weniger unter Beschuss. Oh Gott. Enno, geht's dir gut? Die Rebellen ja. Und lenken sie ich will jetzt gleich mit mir geschehen.
komm mit rein. Läufst du einmal außen rum, Reaper? Ja, ja, ich bin gerade auf dem Weg, einen Eingang zu suchen. Shit. Oh Gott, Enno? Oh, ja, Enno, ich bin gleich bei dir. Enno. Ich vermute bei dem Eingang da hinten. Sehr viele Leichen, ja, da sehe ich. Wo die Rebellen sind, ja. Hier sind aber viele Rebellen. Also der Mörser ist aus. Achtung mit der 2 im Gebäude. Und mit der 3. 1, Entschuldigung. So, mit unseren Rebellenfreunden dürfte das kein Problem mehr hier sein. Hey, die haben eine neue Teleporter-Möglichkeit. Ich deck den mal ein bisschen ein gerade. Ist erledigt. Na komm, die Silvester-Raketen. Sind das unsere Mörser? Aber ja. Anscheinend ja. Unser Sunny hat halt auch nur das zerstörerische Ader. Ach, das ist Pakatari, der ist immer sehr hilfsbereit. Achtung, die 3. Kommt den Berg hoch. Okay, ich gehe hinten rum. Läuft jetzt unterm Wassertank? Lief unterm Wassertank, jetzt liegt sie. Ich habe bisher noch aber keinen Ausbilder hier gesehen. Nee, das ist die Kommunikationsstation, nichts mit Ausbildung. Achso. Wir müssen ja hacken. Achtung, wir haben irgendwo ein Heli. Ein Computer-Dings, wo die Funkdinger drauf sind, ist ein Orden drin. Okay. Wir haben ein Heli von einer Mission. Also eine Nahrungsbeschaffung. Fährt gleich an uns vorbei. Ja, ganz oben, Enno. Okay, ich bin auf dem Weg. Ich kenne mich mit den Dingern nicht aus. So links, rechts, eins fallen lassen, keine Ahnung. Aber wenn es jetzt mal nicht eine Programmiersprache mit einem Häkelmuster. Ja, ich mag's schon. Und hier soll sich ein Orden befinden auch. Eine Etage tiefer ist der. Achso, okay, danke. Okay, ich hack mal. Neu aufmunitionieren im Erdgeschoss, ne? Ich jage alles direkt zu Bowman. Dranbleiben. Okay, Bowman, das sind ein paar Mehrdateien. Das dauert ein paar Momente. Seiner Kartellfunkstation in Mont York. Mit etwas Glück. Hast du keine LTE an? Oh, guckt euch das gerade an. Da sollte doch gar nicht schlecht. Herrlich. Was geht? Ja, jetzt ist er weg. Damit. Jetzt ziehen dunkle Wolken auf. Ob den Orden? Ja. Negativ noch nicht. Ja. Wie soll uns das helfen? Wo denn? Hier drin. Komm rein. Zweites UG. Und der Deserteur kann uns einen Namen sagen. Zweites UG, ja. Ach, nicht das, wo ich bin. Ich bin bei Reaper. Ja, schon. Nächste Etage. Hier? Obergeschoss, zweites. Ja, nächste Etage. Ja. Ganz oben? Ja, da wo Reaper jetzt ist. Commander, ich sehe euch nicht. Wo bist du, Commander? Da, wo Reaper gerade stand und geballert hat. Ja, da gehst du auf dem Stockwerk gehst du ins Gebäude. Und dann hier auf den Tisch. Achso, das ist für mich erstes Obergeschoss. Mann, wie dunkel wird es denn jetzt? Was ist der Monsun auf? Man sieht mittlerweile fast gar nichts mehr. Selbst hier drin ist alles dunkel. Der Nachtsicht ist es noch etwas zu früh. Teilweise übersteuert die Ansicht. Also ich kann es doch vergessen. Und aufmunitionieren. Okay, ja, einfach mal die richtige Kugel, ne? Bei der Dunkelheit da so. Ja, wenn du versuchst, die Sniperkugel in eine Pistole reinzuschieben, wird schwer. Ja, ja, in den Lauf kriegst du sie schon mal rein. Nur wenn du abdrückst, hast du danach keine Waffen mehr in der Hand. Oh, keine Ahnung. Was hast du denn hier für einen eingesammelt, Mamba? Ja, ich weiß auch nicht. Der ist so ein bisschen, der ist nicht so gesprächig. Der guckt auch ein bisschen komisch, ne? Ja, ich glaube, der hat was genommen. Ja, hier sitzt einer mit dem Auto. Er sitzt auf meinem Platz. Oh Gott. Ich sitze neben ihm. Ich glaube, da ist deine Jagdwaffe nicht so durchschlagskräftig. Ja, jetzt sitzt er da immer noch. Steig mal ein, Reaper. Ja, oder so.
meinem Platz. Ist ja gut. Hier kriegst du die Tür von kommen. Willst du wirklich auf dem... Raus aus dem Wagen. Hey! Ich glaube, man kriegt seine Ration für die nächsten 2 Tage gestrichen. Keine Panzerkekse mehr. Wenn er noch nicht mal fahren kann. Hallo, wo willst du hin? Hier raus. Die Straße ist links. Ja, aber die Straße zu nehmen ist für Anfänger. Das hat man mir immer gesagt. Wie hast du es nur geschafft, den Führerschein zu bekommen? Das frage ich mich auch. Jetzt weiß ich, du hast gar keinen. Alles klar. Er hat den Vorortführerschein und ihn umschreiben lassen. So, ich bin mir unsicher, wo wir jetzt nächstes hin müssen. Deswegen würde ich sagen, wir fahren erstmal grob der Straße nach. Mhm. Also hier nach links. Sind die PDA-Daten nicht aktuell? Nee. Unten am Flur, am See. Ja, am See. Da ist ein See. Ach, da. Unten am See, da ist ein See. Man muss pragmatisch denken. Die Richtung sieht gut aus. Wir könnten auch noch einen Zwischenstopp machen, oder? Was ist denn jetzt gerade passiert? Das lohnt sich nicht. 3-Punkt-Laser, wie sie ist auf dem Weg. Also welche Waffengattung? Handfeuerwaffen. Ja, gut, unsere Handfeuerwaffen könnten ein kleines Laservisier, glaube ich, vertragen, oder? Haben die nicht? Können wir ja danach machen. Ein bisschen weiter nach rechts. Okay, ich trage die La Novena, also die goldene Desert. Ach, die kann ich. Wir bräuchten die D50, die Standard. Jetzt nach links. Müssen wir es noch finden? Genau. Wir gucken direkt drauf zu. Die Standard-Diegel kann tatsächlich ein RTPL-Laservisier und ein 3-Punkt-Laservisier. Rechts von uns ist es. Wir steigen aus. Ach, das wir Häuschen. Aus. Ja, ich wollte nicht auf dem Wasser halten. Ich steig sofort aus. Ich bin gerade mit meinem Kopf im Rucksack. Ich würde ihn aber wieder rausziehen. Ich sehe gerade auf dem PDA, hier gibt es ganz im Westen ein Scharfschützengewehr mit der Beschreibung: Diese Kammerverschlusswaffe schießt mit der Präzision eines Chirurgen. Oh! Also kann sie nur, also kann sie nur genauer sein als unser Schwander. Wir schnappen uns den Anführer. Sorry, ohne Vorlage, die ich nutzen musste. Wo ist die Waffe? Im Westen. So, vor dem Auto da sitzt auch noch einer. Die sind alle im Nebel. Die ist, naja. Ja, schlecht, aber für den Witz. Wo ist denn noch das? Das ist ein Ziel. Einmal... Kurz, wir müssen alle außer den Suchtrupp-Leiter töten. Das heißt, wenn ihr so auf die Leute guckt, die da stehen, neben der 1 die Person nicht erschießen, neben der 4 die Person gerne erschießen. Wobei ich sehe gerade nicht, wo er hin ist. Achso, der steht jetzt auch bei der 1. Naja, ist kritisch. Uns kommt hier ein 3er-Trupp entgegen. Ich liege schon im hohen Gras, aber... Aha. Moment. Nicht, dass sie mich riechen. Richtung Norden. Nordwesten. Bei mir. Ja, wenn ihr es schafft, die alle auf einmal zu erschießen, dann ja. Ziel eliminiert. Okay. Gut, dann rückt man ein Stückchen weiter an die Leute, die markiert sind, ran. Ja, wir sind unterwegs. Besten nur die markieren, die wir auch erledigen dürfen. Ja, sind markiert. Aber neben der 1 die Person, die. Die trägt, unmarkierte, okay. Ja, genau, die trägt schwarz, die nicht erschießen. Ja. Ah, ich sehe sie, die mit dem Handy am Ohr ist. Ja, genau. Das ist der Einzige, der schwarz trägt. Ja. Okay. Wer ist Schwarzträger? Okay. Und von euch aus so bei der 3 oder 2 oder ja, so, dahinter ist noch ein Typ, der sich bückt. Der ist auch nicht markiert. Ich kann die 4, die 3, die 2, 1, alle eigentlich. Ich habe alle im Visier. Ja, ich kann auch alle ausschalten, also... Dann bitte okay, um Zuweisung. Dann.
Wobei, wartet, da ist noch einer am Auto, sie sind insgesamt... Ich nehme die 2 und die 1, die könnte ich beide mit einem Schuss zerlegen. Okay, den Unmarkierten sehe ich jetzt nicht mehr, das sind noch im Fahrzeug verschwunden. Ja, ich sehe den Unmarkierten. Den Unmarkierten sehe ich wieder. Eine Person ist direkt am Auto, es bückt sich, und die andere ist ein Stückchen weiter links von der 4. Ich sehe auch beide. Das sind zwei Unmarkierte. Ich kann 4 und die eine Unmarkierte. Ich schaue, ob ich beide Unmarkierte ins Visier kriege. Da musst du theoretisch hinter den Wagen. Hinter den Wagen, oh Gott. 2 hat optimale Schussposition verlassen. Ja. Ich habe nur einen Unmarkierten im Visier. Ja, es war hinterm Wagen verschwunden. Du kannst auch die Markierung. In dem Rücken, Alter. Du kannst auch die Markierung von 4 und 3 wegnehmen. Gerade. Sie soll ich wegnehmen? Ja. Jetzt habe ich die Unmarkierten markiert. Ich melde nochmal, die 2 befindet sich derzeitig im Rücken aller sich befindlichen Personen. Trotzdem nicht erschießen. Die kriegen das alle mit, wenn der umfällt. Wer keinen Kopf mehr hat, kann der, glaube ich, nicht mehr schreien. Okay. Vor allem bekommen die das mit, wenn da eine Kugel mit 2200 Meter pro Sekunde durch die Luft fliegt. Meine fliegen ein bisschen schneller. Ja, das spielt ja keine Rolle. Also ist einer so, dass er quasi die 2 und die 3 fast auf einer Linie hat? Negativ. Nein, ich habe 2 und 1 auf einer Linie. Ich habe die beiden unmarkiert. Wenn einer halt noch ein bisschen weiter nach rechts rumrückt. Dann mache ich das. Weil sonst ist die 3 halt, die kann sich einfach hinter das Auto ducken und dann ist sie weg für euch. Hätte optimale jetzt die Schussposition wird gleich wieder von der 2 verlassen. Hab die 3 im Visier, sowie 1 und 2 sowie unmarkiert. Ja, ich hab die und beiden unmarkierten. Die hat jemand die 4? Negativ. Reaper? In der Theorie, aber ich kann 2 und 1 halt mit einem Schuss erledigen. Jetzt habe ich die 4 auch hier im Visier. Hier kommt in mein Sichtfeld. Okay, dann würde ich jetzt sagen, theoretisch feuerfrei. Das will ich wegkriegen. Tango getroffen. Erledigt, erledigt. Okay, sehr erledigt. Gut. Warte, ich bremse das Auto. Ich komme der Bruder. Spacken. Ja. Okay, verhören. Sprich mit mir, Pinche Bendejo. Wer ist der gesuchte Deserteur? Ein Pinche Marikone Mierda, der aus dem Ausbildungslager abgehauen ist. Der Boss will, dass wir ihn eigentlich Seppel statuieren, damit keiner dieselbe Idee hat. Wir schaffen ihn zurück und lassen alle mit Macheten auf ihn eindreschen. Und wo ist der kleine Scheißer jetzt? Wir wissen es nicht, aber wir sind dicht dran. Ein anderer Suchtrupp glaubt, seine Spur gefunden zu haben. Wo ist dieser Suchtrupp? Rede, dann lass ich dich gehen. Okay, okay, Chi. Wir nähern uns dem Deserteur. Checken wir die Gegend, in der er gesehen wurde. Vielleicht finden wir ihn. Okay, es ist ja nur ein kleines Stückchen von hier. Los geht's. Wenn Vanva fährt, dann sind wir sogar noch schneller da. Wenn Vanva fährt, kommen wir, glaube ich, nie an. Zumindest nicht leben. Ich habe keine Nebelschlussleuchten. Nach STVO darf ich nicht fahren. Du bist schon ein bisschen für Offroad, oder? Ja. Okay, dann fahr mal links den Berg hoch. Das ist das Offroad, was dieser Escalade hier kann. Ah, dieser Escalade-Verschnitt. Und dann, wenn du auf die Straße kommst, nach links weiter die Straße folgen. Wie? Perfekt. Ach Gott, ich hab irgendwie Flashbacks gerade. Wieso? Ich erinnere mich irgendwie an solche Steinformationen. Ich sehe noch einen Suchtrupp. Ja, wir scheinen ja richtig zu sein. Halt mal hier gleich rechts an. Hier ist doch gar nichts. Jetzt rechts. Verstanden. Ja, aber rechts anhalten. Das Gebiet hier ist das, was sie untersuchen. Dort bergiges Gelände. Ja. Ja, ideal für Scharfschützen.
Ja, wir müssen auch sehr vorsichtig vorgehen. Wir wissen nicht, ob sie den schon gefunden haben. Wir müssen ihn lebend kriegen. Und vielleicht auch ideal für teilweise Thermalsicht. Ich werde einmal gleich mit der Drohne auskundschaften. Ein kleines Stück dichter. Ich glaube, ich sehe was. Ich sehe einen weißen, eine, Gruppe Feinde. Eine weiße Limousine mit einer Person davor. Sehe einen dritten. Ah. Links unter den Felsen ein kleines Lagerfeuer, wie es scheint. Ja. Ein fünfter. Die stehen alle in Gruppen gerade. Ich sehe das Paket. Los. Was? Seht ihr den Typen, der da bei diesem Plateau in der Mitte ist? Ja. Zwischen 1 und 3 quasi. Der Typ, der das ja, das ja. ist der Typ, den wir haben wollen. Okay. Das ist der Deserteur. Ja, wobei... Da ist er ziemlich gechillt. Moment. Erledigen oder gefangen nehmen? Nee, den brauchen wir. Den brauchen wir, den Typen. Ich guck mal, dass ich vorkomme, da wo dieses Lagerfeuer unter dem Stein ist. Eine kleine Gruppe Feinde. Ja, das ist der Typ. Okay. Wir müssen halt vorsichtig sein, weil die anderen suchen halt den Deserteur und wollen ihn natürlich zum Schweigen bringen. Und wir wollen ihn gerne haben. Das heißt, wenn wir das Ganze aufmischen und die finden den, dann sind wir am Arsch. Okay. Scharfschütze auf dem Dach. Welches Dach? Du meinst? Achso, da. Okay, der liegt schon, ne? Ja, der schläft. Okay. Okay, wie machen wir das denn jetzt am schlauesten? Also theoretisch, wenn wir von ganz links rangehen, da wo die 3 ist, das ist, glaube ich, die beste Methode. Ist die 3 denn momentan auch alleine? Also... Moment... Ich glaube, der sammelt wieder das, die Sache ist, da kommen immer Patrouillen hin. Ja. Das heißt, wenn wir die 3 erschießen, dann muss es schnell gehen, dass wir zum Deserteur laufen. Ja. Also zu dem komme ich eigentlich relativ schnell. Ich weiß nur nicht, würde er auf uns schießen oder nicht? Ich habe nicht wirklich eine Ahnung, ob er schießen würde. Ich würde mich jetzt... Obwohl, da unten ist gerade noch einer näher dran. Ja genau, ich befinde mich halt 5 Meter oder so von ihnen entfernt. Ich bin auch in der Wand war. Ja, also wir könnten schnell einen Zugriff machen. Kein Zugriff. Ja, ich sehe es auch. 3 hat Kontakt mit weiterer Person. Das Problem ist, wir können nicht von hier schießen, weil dann der Deserteur aufgeweckt wird. Ja, der Heli sieht uns. Ich glaube nicht. Ich glaube, es ist der Deserteur, der dich gesehen hat. Negativ. Ist ein Onidat Heli. Der Deserteur ist jetzt auch ein bisschen aufgeschreckt und bewegt sich. Ja, ich glaube aber, der würde auch auf uns schießen. Selbst wenn er hier von Feinden umzingelt ist, sind wir, glaube ich, auch Feinde für ihn. So, ich könnte die 3 jetzt ausschalten. Kein Ziel in Reichweite. Wenn der Unmarkierte wieder zur 3 marschiert, kann ich diesen auch ausschalten. Ich habe den Unmarkierten jetzt mal als 4 markiert. Verstanden. Okay. Jetzt wäre eigentlich die beste Zeit. 3 tot. Sollen wir da zugreifen? Okay. Ja, los. Okay, dann gebe ich volle Unterstützung. Okay. Oder Schutz. Hoffentlich interessieren die anderen sich nicht. Achtung, die vielen Ich hab dich, mein Freund. Lassen Sie mich in Ruhe. Okay, ich hab ihn, ich hab ihn. Sehr gut. Klappe. Jetzt rede ich, du hörst zu. Geht zur 4 hoch, also zum Vorwärts. Fahrzeug. Mhm. Zur 4, achso. Ja, zu dem dann Auto hoch und stopf den da rein. Mhm. Gib mir Feuer. Du kannst ihn auch im Kofferraum stopfen, ich glaube, das ist das sicherste. Enno, kannst du absichern, dass die 4 nicht gleich auf Anwar schießt? Wenn man noch kurz wartet, kann ich absichern. Achtung, die 4 kommt. Ist gesichert. Okay, sehr gut. Ich fahr los, weil das ist mir hier zu heiß. Ja. Los. Berge Panzer doch. Enno, steigst du mit ein? Bin im Fahrzeug. Sehr
Sehr gut, dann fahrt. Ich gebe dir, wenn nötig, Feuerschutz. Ja, ich glaube eher Navigation ist eher wichtiger. Das kümmere ich mich. Sieht so aus, als wären wir gut raus. Nach links. Der Straße folgen. Steffen, bist du noch hier oder bist du? Wir haben einen. Ich bin noch da. Wir waren ja, wir werden verfolgt. Wir brauchen hier Schutz. Achtung, Heli. Oh Gott, nicht nur verfolgt. Was ist das denn jetzt? Ich brauche hier Live-Routenführung, damit ich möglichst schnell auch weg bin. Ja, weiter der Straße folgen. Der Heli. Das wird ein Problem. Es ist nicht mehr weit. Das ist eine fiese Kurve. Danach kommt noch eine fiese Kurve. Heli abgelenkt, er ist auf dem Weg zu uns. Das ist gut. Bitte, weiter da lang. Neta, por favor. Am Ende der Straße nach rechts und dann direkt die nächste nach links. Hören Sie, no lo aguanto. Ich kann nicht. Jetzt nach rechts. Und nach links. Der Heli ist wieder auf dem Weg zu euch. Und ihr seid da. Wir sind da. Emilio, ich will dich jemandem vorstellen. Ihr müsst aber auch kommen, hier ist ein Versteck von Bowman. Ja, wir kommen jetzt hinterher. Ich gehe ins Haus. Werdet ihr noch beschossen? Ja. Zum Rennen ein Fahrzeug hier unten ist ein Auto. Welches brennende Fahrzeug? Puh. Scheiße, ich bin... Ich höre hier doch noch was. Links von uns ist ein Heli. Zurück an die Arbeit. Ich halte das nicht aus. Hören Sie, no lo aguanto. Ich kann nicht. Schrecklich. Was habe ich nur getan? Sie gaben mir einen Hammer und ließen mich einen 15-Jährigen töten. Me obligaron, se los juro. Ich höre noch seinen Schrei. Lieber sterbe ich, als zurückzugehen. Hören Sie! Töten Sie mich! Sofort! Andale, pendejo! Ach, verdammt nochmal. Sehe ich nach Kartell aus? Pero, compa, si no, wenn Sie nicht Santa Blanca sind, wer dann? Hast du einen Namen? Emilio. Dann halt's Maul, Emilio. Emilio. Mhm. So heißt der Typ also. Sag mal, ist bei euch alles in Ordnung? Ja, nee, wieso? Ich muss den Commander suchen. Der ist irgendwo von der Felswand gerutscht. Oh Gott. Ich sehe ihn halt nicht. Also mit meiner Drohne komme ich bestimmt nicht zu euch. Nee, es ist noch viel zu weit weg. Ich suche ja schon, aber... Ich habe ihn. Sie. Es. Wir müssen ja auch schon geschlechterkonform sein bei drei Geschlechtern. So, Chefin, hier unten ist ein Auto dahin. Das habe ich gehört mit dem S. Das war nicht auf Sie bezogen, Commander. Okay. Okay, in der Straße folgen. Links. Hier sind Schießereien einiger. Unten auf der Straße. Hab mich schon drum gekümmert. Okay. Fiese Kurve. Und nochmal. Habt ihr euch schon aufmunitioniert? Naja, hier ist alles in bester Ordnung. Ja, okay. Ja, brennt's ja. Einmal nach rechts, dann nach links. Wir sind da.
Was ist denn unser Ziel? Ich glaube, wir haben da gepackt. Also eigentlich sollte der da drin liegen. Unterwegs verloren, oder was? Hat er sich versteckt? Der hat doch gerade mit mir geredet. Ich glaube, er ist schon im Haus. Sie wollen weg vom Kartell, Emilio? Ich mach das möglich. Dafür brauche ich was von Ihnen. Erzählen Sie doch mal vom Leiter des Camps. Carajo, ich weiß nicht. Ein Gringo. Riesig. Augen ich glaube, Bowman will mich da drin nicht haben. Sogar die Wachen fürchten ihn. Und eine kleine Hütte. Einer der Ausbilder nannte ihn Bookhart. Das ist doch die hier, oder? Ja. Karl Bookhart? Ja, ich glaube, Bowman hat mich ausgesperrt. Karl etwa? Es gab einen Sergeant Bookhart bei den Rangers 2003, damals im Irak. Haben mal zusammen gearbeitet. Bloß das artet hier in Stutenbissigkeit aus. Zurück zum Team. Ich werde mal bei Langley checken, was die so zu Bookhart haben. Also die Alte hat jetzt nicht viel erzählt, beziehungsweise der Typ hat nicht viel erzählt. Ich weiß ja nicht, ob wer jetzt alles mit reinkommen durfte und nicht. Ja, wir müssen irgendwas, die Daten von Langley abwarten und dann passt das. Emilio hat einen Namen ausgespuckt, Karl Bookhart. Er ist Amerikaner? Wenn ich mich nicht irre, dann war der Mann Army Ranger. Wir haben zusammen gedient. Also, Karl Bookhart ist irgendein kleiner Army Ranger, der glaubt, er wäre was Besseres als wir Ghosts. Sie meldet sich, wenn sie sich sicher ist. Dann was Besseres belehren. Das machen wir aber erst, wenn wir die Speicherkarten gecheckt haben. Ja, ich kenne auch eigentlich nur einen Carl Johnson, aber der ist irgendwie von woanders. Auch aus den Staaten, aber... Ich hab grad Bowman am Telefon. Ja, bei mir geht die Leitung nicht. Ich habe Informationen über Karl Bookhart. Bei mir auch nicht. Sie hatten recht. Er war wohl mit dem 3. Bataillon des 75. Ranger Regiments 2003 im Irak. 2006 wurde er entlassen. Anschließend verliert sich seine Spur. Ich schätze, er ist noch gut in Form. Laut unserem Deserteur befindet er sich in einer Basis in der Chusapadre-Silbermine. Also Bowman hat mir gerade Informationen durchgegeben. Ich weiß nicht, warum ihr da auch nicht seid in der Gruppenkonferenz-Schaltung, wenn es einen anruft, aber okay. Wir sollen Bookhart in irgendeiner Silbermine finden und ihn liquidieren. Der Typ war bis 2006 im Irak stationiert und scheint wohl ein ganz, ganz brachialer Hund zu sein. Okay. Er hat noch nicht Bekanntschaft mit uns gemacht. Ja, aber ich würde sagen, Speicherkarten sind voll. Und deshalb hoffe ich, es hat euch gefallen und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Tschüss.